Allerdings würde ich mal sagen, wir räumen mal die ganzen Sachen jetzt einmal ein hier. Ware du bestellst, da packen die automatisch die Küchen in den Warenkorb. Automatisch kann man nicht verhindern, leider. Deswegen mache ich hier überall so viele Küchen drin. Lassen wir mal für die andere Kleine, die mag das bestimmt auch. Leider kein Deckel dafür, aber ich glaube, das kriegen wir so auch hin. Muss mal irgendwie noch mal eine Pfanne oder so drauf tun. I don't know. Jetzt mache ich mal hier überall wieder Luft, weil das stinkt sonst alles nach Zwiebeln. So. Ja, so ist das, ne? Hier auf. Vielleicht. Oh mein Gott, alles voller Ameisen, ne? Tote Ameisen. Ich habe ja gesprüht. Guckt euch das mal an. Die Massen an toten Ameisen, alle aus den Steckdosen raus. Ich muss aber sprühen und ich muss sauber machen. I know, aber ich kann jetzt nicht. Morgen, Allah. Guck mal, da gehen die auch alle ran, ne? An das Kastenfutter, was man dann oder der Herr nicht gegessen hat. Liegt der da noch, der Kater? Ne, er ist weg. So. Das Spiel hat sie auch vergessen. Guck mal. Das können wir dann mit der anderen spielen. Das ist ja so ein Stein-Aufeinander-Spiel. Und eine von ihren Spangen hat sie auch hier liegen lassen. Ja, süß. So, Creme. Ich habe meine Hände eincremen müssen. Ich wollte auch eigentlich
meine Hundeklamotten waschen, weil die nass waren. Und guck mal, die Blume von meinem Mann. Der habe ich gestern neues Wasser gegeben. Das ist verwelkt. Die hatte er mir geschenkt, als er noch hier war. Der extra aus dem Garten gepflückt. Ich hatte ihn nicht hingelegt. Und dann hat er mir die vor die Nase gelegt. Ja, mein Mann schenkt gerne Blumen. Der hat auch kein Problem damit, viel Geld auszugeben für Blumen, für Rosen und so. Aber ich mag das nicht, habe ich ja schon mal erzählt. Ich finde das immer so schade, so viel Geld auszugeben für Blumen und dann verwelken die. Ich habe lieber Blumen, die man so in den Topf tut, aber muss auch nicht sein. Also, ja. Früher kam man manchmal so mit 50 Rosen an oder so. Aber das ist immer richtig ärgerlich für mich, weil da gibt es ja, weiß ich nicht, wie viel Geld, das hat damals schon so viel gekostet. Und ja, das macht er nicht mehr. Ich habe gesagt, Gold ist gut, Gold kannst du schenken. Ja, ist ja so. Wenn du jetzt 100 Euro für einen Rosenstrauß ausgibst, dann kauf doch lieber so ein kleines Goldanhänger oder einen Ring oder so. Die kosten ja auch nicht mehr, ne? Also, es gibt ja in den türkischen Schmuckläden immer diese Anhänger. Die sind als Anlage gut und ja, das verwelkt nicht. Lieber sowas. Das hat er jetzt gelernt. Aber ab und zu kann er nicht anders. Dann kommt er doch mit einem Blümchen vorbei. Ja, ist echt lieb. Genau. Andere Frauen hätten das gerne und die, die es haben, die wollen es nicht. Leider nicht. Ich bin ein bisschen rot vielleicht. Ja. Vielleicht hilft das ja ein bisschen. I don't know. Ja. Gut, dann gucke ich mal ein bisschen Fernsehen jetzt. Weil arbeiten will ich nicht. Das ist mir zu anstrengend. Ich wollte ja auch, wie gesagt, die ganzen Treppen, ganzen Dinger hier hoch machen. Dann will ich endlich diesen Sessel ausfahren, obwohl lasst mich das mal machen, Leute, weil ich muss meine Füße hoch machen, sonst kann ich nicht in Ruhe sitzen. Aber ich wollte da unten halt auch dann spritzen einmal. Aber ich möchte mein Sofa wieder ausfahren hier. Dreckig. Man muss lackieren. Ich muss Lack kaufen. Das mache ich aber dann. Im Winter vielleicht. Hä? Was ist denn gemacht, als Millie am Tor war, in meinem Schlafzimmer. Ja, da denke ich dann halt immer dran, ne? wenn ich so Gegenstände raushole oder so. Thank you.
zu den Bratkartoffeln, dass das kaputt geht. In Ruhe sitzen jetzt hier, die Beine hoch machen. So. Thank you.
von den Bratkartoffeln. Aber guck hier, das brutzelt da schon wieder so verdächtig. Würde ich sagen, wenn nicht, ist schon gar. Lass mal eine probieren. So schon noch. Ein paar Paprika auch. Ein bisschen Röte hinein. Nicht mehr lange. Und dann mache ich die Eier drauf. Dann können wir essen. Und ich noch mal überlege, ob ich nicht zuerst zu den Tieren gehe. Ist auch mega heiß. Gerade das Zeug mit mal ein bisschen abkühlen. Ja. Dann können wir hier wieder in Ruhe sitzen. Das war schon echt mega ungemütlich. Mache ich wieder rein, vielleicht wenn die Kleine kommt. Oh, nice Nurse. Hier alles liegen lassen. Ne? Die andere traut sich. Guck mal, da, du Schlingelputz. Hä? Lässt du meine kleine Katze nicht hierher, ne? Du? Hm? Ja. Ist ja auch ein Kater. Ne? Ist ja auch nur ein Kater. Tja, hier hat mein Mann halt immer gearbeitet, ne? Ist schon echt doof jetzt. Ist auch nicht mehr da. Ja. Und da hält sich da wieder der Nachbar. Tja. Hatte ich euch nicht erzählt, wenn er dann weg ist, dann sehe ich immer hier mir die schiefe Seite an, die er gemauert hat abends, als er total kaputt war, hat er ja diese Area gemacht. Das hatte dann unser Gärtner gemacht. Das hat er auch gemacht, ein bisschen zu weit versetzt. Das hatte der Gärtner gemacht, wieder richtig perfekt. Tja, habe ich euch erzählt, ne? Dass ich mich dann daran erinnern werde, wenn er dann mal nicht da ist wieder. Und nun ist es soweit. Wo die Hühner auf ihre Eier hinlegen, ne? I don't know. Irgendwo sind die bestimmt versteckt. Ja, und das Harz wollte ich euch nochmal zeigen. Guck mal, wie das Harz austritt. Der Baumstamm ist ja fresh. Das ist ja ein frischer Baumstamm. Nicht wahr, ne? Durch die Hitze. Tja. Den Pool lasse ich noch an. Vielleicht gehen wir nachher noch mal rein, wenn die Sonne ein bisschen weg ist.
Katzi. Finde ich immer nicht so gut, wenn du deine Sachen hier nicht auf isst. Na, alles voller Ameisen dann. Tja. Jetzt könnte es langsam soweit sein, dass wir die Eier drauf machen können.